Hallo und herzlich willkommen YouTube bei eurem Commander Krieger und jetzt gibt's mal Battlefield 3 und ich wusste ja nicht, wo ich hingehen soll und bin deshalb mal einfach meinem Papa, dem Dr. Kaboom, hergejoint. Yeah. Also ab auf den Lappen-Server, da seht ihr ihn jetzt gleich, da ist er, FMO Full Metal Ownage und Eroberung Kaspische Grenze. Ich habe in meinem Black Ops Gameplay von gestern das Kommentar gelesen, ey Commander Krieger, erzähl doch mal irgendwas von deiner Kindheit. Was soll ich Ihnen da erzählen, habe ich drauf geantwortet. Und es hagelte, beziehungsweise es hagelt noch, ja, Fragen. Und auf diese werde ich jetzt einfach mal so live eingehen. Das heißt, ich habe gerade vor mir, wir haben es jetzt hier 20.32 Uhr. Und ich werde jetzt mal so live auf diese ganzen Fragen eingehen. Wie war meine Kindheit so? Was hast du gezockt? Also was habe ich gezockt? Ich habe eigentlich relativ wenig gezockt. Es sah so aus, dass ich einen besten Kollegen hatte, den Chris, den ich immer noch als meinen besten Kollegen ehre und schätze. Und wenn einer von uns früher Schule aus hatte, wir waren in unterschiedlichen Klassen, dann hat man gewartet, bis der Kollege Feierabend hat und ist dann zusammen mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Dann hat man sich schon abgesprochen, ey, hast du viele Hausaufgaben auf, wie sieht's aus, was machst du? Und da wurde sich auf jeden Fall schon abgesprochen und wurde gesagt, alles klar, pass auf, wir treffen uns jetzt gleich, was weiß ich, in einer halben Stunde, Rucksack in die Ecke werfen, kurz was essen und fahren zum Basketballplatz. So sah das Ganze bei schönem Wetter aus. Bei schlechtem Wetter, ja, hat man dann auf dem Super Nintendo Mario Kart gezockt oder mal so ein bisschen Fussi. Das waren auch so die einzigen Spiele, die ich damals gezockt habe. Viel mehr war es eigentlich nicht. Also wir haben entweder Basketball gespielt, gezockt oder geschaut. Ja. Oder halt Mario Kart und Fußball gezockt. So, das war auf jeden Fall so das Spielerische. Und so ging das eigentlich eine ziemlich lange Zeit. Also ich glaube, seit ich weiß jetzt gar nicht mehr, seit ich 10, 11 Jahre alt war, bis später. Also so haben wir es wirklich komplett durchgezogen. Und ja, was für Scheiße habe ich gebaut? Diese Frage kommt ja auch schon häufiger. Ich habe so in der Schulzeit eigentlich zweimal richtig Großscheiße gebaut. Einmal sogar richtig ordentlich. Wir waren auf einer Klassenfahrt. Ich war 14 Jahre alt. Und wir sind da irgendwie so durch die Gegend gewandert, sage ich mal. Und haben so einen Hochsitz gefunden. Wir hatten natürlich unser festes Programm hier. Wandern mit der Gruppe und so einen Scheiß. Aber irgendwann hatte man dann Freizeit. Und dann ja, ab in die Wälder. Und haben dann, das war irgendwo in der Eifel oder im Bergischen Land. Und haben dann dort so einen Hochsitz gesehen, wo halt die Jäger hochgehen, um ja Wild zu jagen. Und da sind wir dann hingegangen und haben dieses Ding ja einfach mal abgerissen. Das Problem war allerdings, dass wir innerhalb dieser 3 Tage oder 4 Tage, wo wir es gemacht haben, zweimal von einer Person, die da irgendwie mit dem Hund spazieren gegangen ist, entdeckt worden sind. Die hat uns heimlich beobachtet, wir haben die nicht gesehen. Und als wir wieder gemütlich in unserem Klassenraum dann irgendwann saßen, zwei, drei Wochen später, kam die Kripo da rein mit zwei Leuten, der Frau, und die hat dann schön mit den Fingern auf uns gezeigt. Das Ganze ging bis vor Gericht und hat insgesamt dann 30.000 D-Mark gekostet, wo es dann einiges an ja, Hausarrest hagelte. Das war also schon recht ordentlich. Das war mir auch definitiv eine Lehre. Und da habe ich noch einmal Scheiße gebaut. Das war dann später. Da war ich glaube, so 16. Und zwar hatten wir bei uns unten in unserem... Oh, nee, da war ich noch jünger. 14? 13? Also müsste auch so ungefähr da gewesen sein. Auf jeden Fall hatten wir unten in unserem Keller, im Schulkeller, einen sehr langen Gang, von dem man von beiden Seiten reingehen konnte. So eine Art Tunnel. Und der war, ich schätze mal, so 30, 40 Meter lang. So, ein Kollege hat sich hinten ans Ende gestellt, ich ans andere Ende. Wir haben uns einen Feuerlöscher geschnappt, Licht ausgemacht, aufeinander mit Gebrüll losgerannt. Und dann uns eingesprüht. Waren dann von oben bis unten ja weiß wie ein Schneemann. Und auf einmal ging das Licht an. Vor allen Dingen die Scheiße, dieses Pulver, das hat so in den Augen gebrannt. Das hat so ekelhaft geschmeckt und gestunken. Das war bestimmt auch schädlich. Ist ja auch scheißegal, wir haben es gemacht. Das Licht ging an. Der Rektor hat uns gesehen, wir rannten weg, also sind auch noch quasi vor ihm geflüchtet. Ja, und in der Klasse saßen wir dann halt wie zwei Schneemänner. Er kam rein, ihr kommt jetzt mal mit hier. Und dann hieß es, als Strafe 30 Mal die Hausordnung per Hand abschreiben. Und unsere Hausordnung hatte, ich glaube, 8 oder 9 Seiten. Schön, Textstufe 12. Ja, war auf jeden Fall recht ordentlich. Und ja,
Definitiv. Wie war es in der Schule? Warst du beliebt oder eher ein Loser? Also ein Loser war ich definitiv nicht. Und wenn dann, ich habe in der Grundschule habe ich richtig die Sau rausgelassen. Da gab es auch mal oft Streitereien. Da durfte meine Mutter auch ab und zu mal die Klassenlehrerin aufsuchen. Aber ansonsten war ich doch eher mehr mit auf der beliebten Seite. Was für Noten hattest du so im Durchschnitt? Ja, Abischnitt 1,4. Hattest du Lieblingslehrer? Ja, mein Physiklehrer war der coolste. Posi, wenn du das hier irgendwann mal sehen solltest, ich grüße dich herzlich. Posi, der coolste, wir durften ihn duzen, war auch gleichzeitig der Direktor. Physiklehrer auf Sport. Ich kannte ihn auch privat vom Basketballunterricht. Und wenn ein Physiklehrer versucht, einen Furz in einer Flasche einzufangen, dann ist er ein geiler Lehrer. Also, ohne Scheiß. Der hat sich eine Flasche genommen, reingefurzt und dann meinte er, so, jetzt habe ich hier eine Gasbombe oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das war so geil. Mit dem hattest du so einen Spaß. Und der hat vor allen Dingen auch wirklich was von, ich sag mal, Führung verstanden, von Menschenführung. Und das ist eine Person, der ich meinen allergrößten Respekt zolle. Also ziehe ich meinen Hut vor, was der Mann gemacht hat. Posi, ich danke dir. So, ja, viele wollten wissen, was ich für Scheiße mache, was für Hobbys ich hatte. Eigentlich hauptsächlich Basketball. Mein Kollege hat halt noch so ein bisschen, war ein kleiner Skater. Das war so, ja. Verhältnis zur Familie. Eigentlich ein super Verhältnis zu meiner Familie. Ich bin ein verwöhntes, dreckiges, ranziges, schmieriges Einzelkind. Muss somit also nichts teilen und muss niemanden schlagen, also alles super. Das Problem ist, dass von meiner Familie halt nicht mehr sehr viel übrig ist, da halt ja drei Großelternteile, meine Mutter gestorben sind. Jetzt habe ich so gesehen, ich habe noch meinen Vater, meinen Großvater väterlicherseits, meine Tante väterlicherseits, die körperlich und geistig spastisch behindert ist. Zu, ich glaube, 95% oder 98%, weiß ich jetzt so nicht genau. Es ist 53 Jahre alt. Und dann habe ich noch meine Tante mütterlicherseits, die aber gerade momentan gemütlich ihren Urlaub in Kroatien macht. Petra, wenn du mal sehen solltest, die kennt ihr übrigens aus dem Fußballvideo. Schönen Urlaub. So. ob ich geraucht oder getrunken hast. Also ich habe in der Schulzeit irgendwie, habe ich mir gesagt, so, ich will jetzt mal das Rauchen probieren. Da war ich, glaube ich, in der 4. Klasse oder so. Irgendwo am Automaten eine Packung Marlboro gezogen und die dann innerhalb von einer halben Stunde weggezogen. Und dann ging das wirklich, also... Das war echt so krass. Da hingen wir am Rhein und haben da wirklich... haben uns die durchgezogen. Ey, und zwar so kurzschlecht. Wir haben gesagt, wir werden nie wieder rauchen. Ja. Und dann habe ich mit 19 halt wieder angefangen. Getrunken, ja, mal mit 14 auf der Klassenfahrt. Aber eigentlich fing es bei mir so mit 17 an. Da fing es auch dann an mit der ersten Freundin. Drogen habe ich mal genommen mit 19, beziehungsweise genommen, Drogen genommen, klingt so dauerhaft oder so langatmig. Ich habe mal Gras probiert. Also ich habe gekifft, beziehungsweise es probiert, aber es hat mich überhaupt nicht motiviert, überhaupt nicht umgehauen und habe es deshalb auch sein gelassen. Wenn man jetzt fragt, würdest du es mir empfehlen, was hältst du davon, tralala. Ich muss sagen, wenn jeder alt genug ist, ist er für sein eigenes Leben verantwortlich. Es gibt Sachen, die sind verboten, es gibt Sachen, die sind nicht verboten. Und ja, jeder muss selber wissen, was er seinem Körper antut. Ich rauche, rauchen ist scheiße, das heißt, wenn ich ein Kind hätte oder so, würde ich dafür sorgen, dass es so lange wie möglich nicht raucht, beziehungsweise ich glaube, dass ich dann gar nicht das, oder dass ich dann aufhören will zu rauchen, dass das für mich ein ausschlaggebender Grund wäre. Aber momentan muss ich sagen, ich rauche so gesehen gerne und wüsste nicht, warum ich jetzt aufhören sollte. So. Ob du zum Beispiel bei Arbeiten Klausuren gespickt hast? Nee. Ich habe auch nie großartig gelernt, aber einen kleinen Tipp kann ich euch noch geben. So hat mein Kollege ziemlich erfolgreich gespickt. Und zwar, ich weiß, es wird ja schon alles mittlerweile auf Facebook veröffentlicht und tralala. Aber einen Bierdeckel nehmen, eine Reißzwecke und das unter den Tisch kloppen, dann kann man die so rausdrehen. Fand ich ziemlich cool. über deine erste Freundin und so ein Gedöns. Also meine erste Freundin, meine ersten beiden Chicas hatte ich im Kindergarten. Da hatte ich meine erste, meine Sandkastenaffäre. Ja, habe mir direkt meinen kleinen Harem aufgebaut und wer daran wollte, musste erstmal an mir vorbei. Ja, aber ich glaube, so außer ein bisschen knutschig ging da nicht viel. Da hat man auch gar nicht dran gedacht. Dann kam die Zeit, wo Frauen total bäh waren. Und ja, so mit 16, 17 fing das Ganze dann an. Also wer jetzt fragen will, ja, wann war es denn das erste Mal in der Kiste mit einer? Mit 17. So. Ein Schwank aus deiner Jugend. Also wenn irgendjemand
ja, neu in die Familie kommt, sei es zum Beispiel der Freund von meiner Tante, dann sieht das Ganze so aus, dass es eine Story gibt, die immer und immer und immer und immer wieder erzählt werden muss, wenn der André da ist. Und zwar, ja, der kleine André war, ich weiß nicht, wie alt ich war, 5 Jahre, 6 Jahre und wollte unbedingt Skifahren. Ich wollte unbedingt Skifahren und wir sind deshalb in die Eifel gefahren. Der kleine Krieger war perfekt ausgestattet mit Skiern, Stöcken, einem Skianzug, Mütze, Bommelken, allem drum und dran. Und als wir in der Eifel ankamen, wo mein Vater mir damals versprochen hat, es wird Schnee in der Eifel liegen, da lag kein Schnee. Ja, und Einzelkind, ne? Verwöhnt, dreckig, ranzig, liefen dann auch die Tränen. Das Gebratsche war groß. Kein Schnee, ich will Skifahren. Ja, und als wir dann da bei unserem Ferienhaus, Tralala, Vermieter oder was weiß ich, ankamen, hat er dann halt gesagt, du brauchst gar nicht weinen. Ist zwar kein Schnee, aber wir haben hinterm Haus einen Bach, kannst du Wasserski fahren. Irgendwie eine Stunde, anderthalb Stunden später haben sich meine Eltern gedacht, wo ist denn der kleine Krieger? Ja, sind dann zum Bach gegangen und da stand er dann, das Wasser bis zum Knien. Das geht nicht. Ja, wollte ich Wasserski fahren, hat nicht funktioniert. So, und das darf ich mir jedes Mal anhören. Jedes Mal darf ich mir diese Scheiße anhören, wenn da irgendwie was ist. Das war schon wirklich ziemlich krass. Vor allen Dingen, egal wer kommt, es wird sofort erzählt. Es wird sofort erzählt, es wird niedergemacht und alles Mögliche. Streiche. Oh, lustige Streiche. Also wir haben wirklich, wir hatten früher, also Chris und ich, wir waren Nachbarn und wir hatten auf der anderen Straßenseite hatten wir auch Nachbarn und ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Auf jeden Fall, die waren total scheiße. Die waren total uncool. Und sahen teilweise so aus, bevor wir mit dem Fahrrad losgefahren sind, haben wir denen erstmal einen Platten gemacht zur Schule. Die kamen dann zu spät und guckten uns natürlich an, so, ja, hier, die haben uns einen Platten gemacht. Wir wissen nichts. Und die haben dann irgendwelche Schule-, Klassenbucheinträge und alles Mögliche bekommen. Und wir waren halt die Lieben. Ja. Ansonsten so richtige krasse Streiche oder so müsste ich mal nachhorchen. Auf jeden Fall, da wird sicherlich einiges geben. Ja, große Rückschläge. Was hatte ich für große Rückschläge? Ja, kein Schnee in der Eifel, ne? Das war das erste Mal, dass ich mit einem Rückschlag konfrontiert worden bin. Nee, ansonsten große Rückschläge. Eigentlich so gesehen, schulisch oder so, wirklich sehr wenig. Wirklich sehr wenig. Also, ja, kann ich wirklich sehr wenig erzählen. Also müsste ich jetzt mal wirklich auch mal meinen besten Freund nachfragen. Oh, unser ersten Playboy. Wir haben einen Playboy geklaut. Ich muss mal eben nachschauen, wann der war. Sekunde. Dann kann ich euch sogar genau sagen, wann wir den geklaut haben. Und zwar. Dim, 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 dim. 94. Ne, 95. 95 war das. Und zwar sind wir da, da war Arabella Kiesbauer, vielleicht kennt ihr ja eine oder andere von Pro7. Die war damals im Playboy und ich bin mit meinem Chris nach Hause gefahren. Und da war ein Kiosk und da hing halt der Playboy von Arabella Kiesbauer dran. Und im Fahrrad schnell vorbeigefahren und das Ding mitgenommen. An die Kioskbesitzerin, falls Sie das noch hören sollten, es tut mir leid. Ich bereue es wirklich. Wenn mein Kollege den Playboy noch hat, kriegen Sie ihn zurück. Ja, ansonsten, was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ich muss jetzt gerade erstmal wieder die ganzen Fragen suchen. Oh Mann, Leute. Wann ein Stream kommt, schauen wir mal. Wird ein Video zukommen, wenn der nächste Stream kommt. Schulerlebnisse habe ich ja schon gesagt. Was haben wir hier? Weil ich immer als Kind in meiner Freizeit gemacht habe. Ja, wie gesagt, ich habe halt sehr viel, wirklich sehr viel draußen verbracht. Mit meinen besten Freunden. Ja, und wenn ich dann nach Hause... Ich hatte früher einen Hund. Ein Bearded Collie, das ist so wie ein Bobtail, nur ein bisschen kleiner und nicht mit einem kopierten Schwanz. Und da wir direkt am Rhein gewohnt haben, musste ich dann halt immer auch mit dem Hund raus. Und
war ziemlich, ziemlich nice. Also ich überlege auch, ich bin auch wieder kurz davor, mir einen Hund zu holen. Weil ich, also es gibt ja entweder die Menschen, die sagen Hund oder Katze. Also eine Katze ist zwar cool, aber ich weiß nicht, ich brauche einen Hund und nicht so irgendwie so eine kleine Fußhupe, so eine Ratte, die in meinem Schuh schlafen kann. Ich brauche einen richtigen Hund, also den auch mal durch die Ecke schleudern kannst, irgendwie sowas. Ja. Wie ich als Kind drauf war, war ich eher mehr der Ruhige oder der Durchgedrehte? Eine gute Mischung. Also ich hatte sowohl ruhige Momente, als auch, ja, Knallgas. Was war meine Rolle in der Klasse? Zum Beispiel Streber. Also ich habe nie wirklich jetzt irgendwie da in der ersten Reihe gehangen. Ja, bitte nehmen Sie mich dran. Bitte, bitte mich. Ich weiß es. Nee, ich war gemütlich letzte Reihe. Und meistens ist es ja in der Schule so, dass die Lehrer das dreimal erzählen, was heute vorkommt. So, heute reden wir über das. So, alles klar. So, in der nächsten Schulstunde wird das Thema nochmal wiederholt und in der darauffolgenden wird es wieder wiederholt. So ist es meistens. Und das fand ich langweilig, weil ich es beim ersten Mal gerafft habe. Und deshalb war für mich so zwei Drittel der Schule langweilig. Und hab da auch ein bisschen Blödsinn gemacht. Also hier die guten alten Spuckrohrzeiten. Ja. Ja, die guten Spuckrohrzeiten, die kennt ihr ja sicherlich, ne? Hier Kugelschreiber auseinanderbasteln, Papierstück und dann pff, gib ihm. Ja, wir haben es dann nur nachher noch mit Erbsen gemacht. Mit diesen kleinen Kocherbsen. Und dann, pff, die schmettern richtig, Freunde, das sage ich euch. Da kriegst du richtig Eier. Oder kannst du auch, kennt ihr noch diese Filmhüllen? Okay, heute in der Zeit mit den ganzen SD-Kameras und so. Aber wenn ihr so einen Fuji-Film kauft oder so, habt ihr so eine Filmhülle. So, dieses Teil kauft ihr euch, schneidet das eine Ende ab. Und dann macht ihr da so ein, ja, was war denn das, was wir da raufgepackt haben? Irgendein Gummi war das, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das für eine Art Gummi war, wo das herkam. Auf jeden Fall hin so ein Gummi drauf und da hatten wir so eine Erbsenkanone. Boah, die hat richtig gezwirbelt. Die hat richtig Schaller gegeben. Alter Schwede, also die war, die hat richtig weggehauen. Also, wenn du da getroffen wurdest, du hattest blaue Flecke, das war schon eine Waffe. So haben sie uns die auch abgenommen. Also bei uns gab es ja halt auch nicht so irgendwie jetzt großartig Handys im Unterricht. Also bei uns gab es zu der Zeit noch gar keine Handys. Aber wir hatten unsere andere Möglichkeiten. Also Papierflieger, Standardscheiß. Ja. So, dann kommen wir mal zu den Schulfächern. Was mir besonders viel Spaß gemacht hat, was überhaupt nicht. Also, wo ich absoluten Hass bekommen habe, war Deutsch. Deutsch war für mich wirklich ein Horror, ein Graus. Wenn die da angefangen haben, interpretieren sie folgende Geschichte. Und ich bin vor allen Dingen einer, ich habe immer eine andere Meinung als die Lehrerin. Die Lehrerin könnte mir 50 Möglichkeiten geben. Von 49 ist sie überzeugt. Ich finde die eine Scheiße, von der die nicht überzeugt ist. Zumal bei uns, ich weiß nicht, wie es heutzutage noch ist, wir müssen dann immer Wörter zählen, wenn man irgendwie dann so eine Interpretation oder so einen Scheiß gemacht hat. So, dann haben wir das Ganze gemacht, die ganze Scheiße wurde da geschnubbelt. Dann zählt sie die Wörter zusammen bis mit Mühe und Liebe so bei 500 Wörtern. So, und dann nachher so in der Pause, ja, wie viele Wörter hast du? Fragst da irgendein Mädel, ja, 2723. Willst du mich verarschen? Mir tat so schon die Hand zum Schreiben. Ja, hast du einen ja, sagst du so, ja, wie viel hast du? Ja, 500. Ja, ist ein bisschen wenig. Ja, ich habe auch vorgeschrieben. Da sagt die, die 2700 Wörter gemacht hat, ja, ich auch. Weißt du, also ist schon gaga. Nee, aber meine Lieblingsfächer waren eigentlich Mathe, Physik, Sport, Englisch, auch wenn ich das Problem mit dem Englischen eher habe. Ich weiß eigentlich, dass das stört mich auch ein bisschen. Ich würde es gerne beheben, aber ich wüsste nicht wie. Ja, hier, wieder super geiler Aiming-Fail. Nee, Englisch hat mir Spaß gemacht. Was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hat, was super zum Kotzen war, Chemie. Chemie habe ich wirklich gehasst und ich wollte eigentlich, wie ich von der so Schule und das alles, meine zwei Berufswünsche am Anfang waren Tierarzt oder Meeresbiologe. Dann habe ich ein Praktikum beim Tierarzt gemacht, das war auch eigentlich ganz okay. Aber hat mich nicht so überzeugt und dann war eigentlich nur noch so Meeresbiologe im Plan. Aber da wäre zu viel Chemie drin und Chemie ist wirklich so ein Ranz für mich gewesen. Das habe ich wirklich, wirklich richtig gehasst. Also ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Deutsch und Chemie, ne,
Diktate schreiben und so, diesen ganzen Scheiß war alles super, aber interpretiere hier die Scheiße und mach dieses und was möchte uns der Autor mit diesem Gedicht sagen? Das ist mir doch egal. Also, sorry, von daher, naja. Was hatten wir noch? Was hatten wir noch? Ja, so Hauswirtschaftslehrer oder so einen Scheiß hatten wir damals noch nicht. Damals ging es noch ziemlich popelig zur Sache. Bio hat eigentlich auch immer Spaß gemacht. Ja, Religion oder so. Ich war, glaube ich, der erste Schüler, der konstant in Religion 3 Jahre hintereinander eine 6 hatte. Warum? Weil ich immer dagegen war, was der Lehrer mir gesagt hat und weil ich immer auf Diskussionen eingegangen bin. Und irgendwann hat er dann aufgehört und gab dann 5 oder 6 in Religion. So, auf jeden Fall, Drops ist gelutscht, 16-3. Hier seht ihr jetzt noch das Rundenende. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr es gefunden habt. Wenn ihr es gut gefunden habt, schreibt doch einfach mal die nächste Frage runter, was ihr so wissen möchtet. Und dann, was weiß ich, nenne ich die nächsten Runden, nenne ich dann Commander Krieger privat oder irgendwie sowas. Intern. Ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall schreibt es mal in die Kommentare. Ich hoffe, es war für euch nicht zu langweilig, was ich da jetzt erzählt habe. Aber ja, so ist es halt. Ne? Ja, viel Spaß wünsche ich euch. Schreibt es in die Kommentare. Gebt mir eine Bewertung. Und ich verabschiede mich mit einem Gutschuss. Euer Commander Krieger. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.